Super Mario Odyssey! Hallo liebe Reisende, wir sind gerade auf unserer Odyssey und jetzt geht's auch schon weiter. Willkommen zurück, freut mich, dass ihr dabei seid. Wir geben jetzt die Monde ab und dann schauen wir mal, was uns jetzt hier auf der noch finsteren Seite erwartet, auf der noch dunkleren Seite. Königs Mario hat einen guten Job gemacht. Müssen wir ihm anrechnen. Müssen wir ihm anrechnen, oder? Oh, guck dann, wie edel. Oh, ich bin wieder online, cool. Was sollen wir jetzt? Sollen wir jetzt als Skelett rumherwandern, oder? Was ist... Was zum Teufel? Wie geil! Skelett Mario wird das Ding schaukeln. Ist das cool? Oh, so sieht also Marios Skelett aus, Mann. Ist das cool, ist das cool, ist das cool. Oh mein Gott. Ich will hier bewundern. Oh, guckt mal hier unten die Wirbelsäule, wo die Wirbelsäule endet. Voll in seinem Arsch drin. Oh Gott. Der hat den... Ach, ich will es gar nicht ansprechen, ehrlich gesagt. Was soll man nehmen für einen Hut? Was sieht cool aus? Oh Gott. Guck dir die Zähne mal an. Das ist ja auch lustig, ey. Ist cool. Nehmen wir die Standardmütze. Komm, nehmen wir die Standardmütze. Oh mein Gott. Reden kann noch auch. Das ist so cool, Mann. Krass, 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 krass. Oh mein Gott. Guckt ihn uns an. Die Augen, ey. Die Augenhöhle. Hoppla. Oh, der Mund geht sogar auf. Alter. Wie geil. Wie geil, ey. Alter, das ist so ein geiles Kostüm. Ist das ein Nintendo-Spiel? Ich will Knochen Mario. Es gibt Knochen Pokémon, es gibt Knochen Bowser. Ich will Knochen Mario im nächsten Mario Kart. Besser als Rosa Gold Peach oder so. Stockfinstere Seite. Ich stelle mal einen Wolkenkratzer. Wir gucken es uns an. Alter, guck dir an. Skelett Mario. Jetzt müssten wir eigentlich gegen Feuer unempfindlich sein, oder? Knochen Bowser ist ja auch gegen Feuer unempfindlich. Und wenn wir besiegt werden, müssten wir uns wieder zusammenbauen, wie Knochen trocken. Regenbogen, geil. Lässig. Sieht so bescheuert aus, aber so cool. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Vielleicht ist Bowser ja hier. Hopp oder Topkrater. Aha. What the fuck? Noch ein Festival? Nanu, was machen denn nur all die Leute hier? Ja, was machen die Leute hier? Pauline? Oh, geil, wieder das... You're my Superstar. Einer langen Reise Ende. Hier muss ich hin. Ja. Oh... Wir sind zu deiner Unterstützung hier. So unglaublich mutig. Das war eine wahre Inspiration. Kein Spaziergang werden. Ich wünsche dir viel Glück. Okay, es folgt also offenbar ein schweres Level. Oh, wie sie mich alle aufmuntern hier. Wir drücken dir super fest die Daumen. Oh mein Gott, es ist so ein cooles Feeling hier. Warum ist hier so ein Ding? Voll gemein, diese Nester hier, die ist hier in diesem Graben hier aufgewachsen, in diesem kleinen. Ihr Leben lang, ey. Oh, oh, oh. Boah, toll, alle sind hier. Oh, Pauline, meine Bitch. Hier, oh, ist das geil, ey. Los, Mario, spring. Woher weißt du, dass ich Mario bin? Es ist so geil, Pauline hier. Oops.
ist so cool. Und hört das, Leute, wenn ich Pauline schlage, dann singt sie auch nicht. Das ist so cool gemacht. Und sie hört auch nicht, sie fängt auch nicht mitten im Satz an, mitten im Wort. Das ist geil programmiert. Das ist ein kleines Detail, aber das macht mich völlig. Aber diese Musik wird uns motivieren. Hier dieses Level zu schaffen. Offenbar erwartet uns jetzt voll die Prüfung, voll das schwere Level. Eine letzte Challenge, wenn man so will. Ja. Bin bereit dafür. Okay, und hier geht's los, oder wie? Gibt's hier Secrets? Okay, ich bin gespannt. Das ist es also. Na endlich, wir haben wieder unser normales Gewicht. Naja, normales Gewicht. Ich habe zwar ein paar Pfunde verloren, aber... Boah, guck da unten. Okay. Müssen wir den Typi besiegen? Müsste man? Oder kann ich hier weitergehen? Naja, die Goombas, die zeigen mir schon... Gibt das Monde, wenn ich den Typen hier platt mache? Komm her. Ich cheate einfach ein bisschen. Bam. Voll gemein, aber es klappt. Haben die Designer etwas geschlampt? Aber mir soll es egal sein. Bam. Ah, cool. Nehme ich mit. Kann ich gebrauchen, denke ich. Lol. Wie so ein Weichei, ey. Aber passt schon, warum nicht? Aber was ist jetzt hier los? Nein. Okay. Wow, das... Ah, geil. Geile Mechanik. Gibt's hier Secret-Monde? Wieder Monde, mein Gott, wie im letzten Part. Secret Monde. Oh gut, ich konnte mich noch retten. Das verdanke ich nur der perfekten Steuerung von diesem Game. Ich habe schon so oft erwähnt. Ach du Shit. Komm hoch wieder! Habe ich mich verschätzt? Zum Glück haben wir hier diesen Power-Mond eingesammelt. Okay. Das ist schwer abzuschätzen hier. Shit, Mann. Ich stelle mich an wie ein Lappen. Ich merk's, Leute. Ist wurscht. Das erinnert mich an Mario 64. Die eine Eiswelt mit dem großen Schneemann. Ihr erinnert euch. Biberberg Bob. War das der Biberberg Bob? Ich weiß es gerade gar nicht. Sorry. Aha, Verwandlung. Sollte ich eigentlich wissen. Mein erstes Spiel. Wie die Welten heißen. Aber weiß ich gerade gar nicht. Aha. Ja, ich brauche dringend so einen Typi. Wisst ihr, zum Glück ist kein Zeitlimit. Das hat mich in Mario 3D Land und so am meisten gestört. Deswegen macht das Spiel einfach keinen Spaß. Oder ich will... Es macht mir keinen Spaß. Zeitlimit, ihr wisst das. Shit, das kannst du nicht schaffen. Du hast wieder voll die... Nee.
Nee, ich mag das nicht, gehetzt werden. Das mag ich nicht. Und ich verreck gleich, kann das sein? Ja, hallo. Okay, muss hier nur ein bisschen Anlauf nehmen. Ich glaube das schon, es ist nicht schwer. Es ist mal nicht so schwer, wie ich es mir hier wieder mache. Oh, da hinten der Ketchup-Boy. Guck mal. Hoffentlich ist hier ein Herz drin. Ich hoffe es. Applaus, Leute. Applaus. Bitte. Natürlich wieder am Anfang. Aber auch gut. Viele Gumbas. Jetzt weiß ich ja schon ein bisschen, was mich erwarten wird. Oh, hoppla, komm. Voll der hohe Turm. Ey, das wird der größte Gumba-Turm, den die Welt je gesehen hat. Ich verspreche es euch. Oder auch nicht. Ja komm, ich töte den wieder auf lame Art und Weise, dann dauert es nicht ganz so lange. Denn auf die drei Herzen hier, die möchte ich nicht verzichten drauf. Könnt ihr sicher verstehen. Denn wir wissen ja nicht, was für ein Shit sonst noch kommt hier in diesem Level. Oh, Knochen Mario, ey. So krass, so cool. Oh, ich bin so ein Arsch. Mein Skill. Ich hoffe, er lässt natürlich genau jetzt nach. Jetzt in diesem Level, wo er verlangt wird. Bewundern wir noch mal kurz Knochen Mario. Hier, er kann sich auch drillen. Einmal. Ja, da hätten die Level-Designer ein bisschen besser aufpassen müssen. Vielleicht war das auch bewusst so. Damit sich die Gescheiden mal obercool fühlen können. Ja, damit. Danke. Ja, finde ich auch blöd, dass ich jetzt hier bei dieser Feuer-Challenge vorhin gescheitert bin. Bei dieser, ja, wo man sich einen Feuer-Typi reinkapert. Aber ist halt so. So schwer ist es nämlich gar nicht. Ist so. Ja, ich frage mich, wie gesagt, ob auf dem Weg hier nach oben, bei diesem Parcours, ob es hier Secret Munde... Wieder Munde, Mann! Secret Munde! Oh. Na gut, so geht's auch. Lol. Wundert mich, dass ich die Lava nicht berühre, ey. Das ist doch für mich gerade prädestiniert, dass ich hier fehle, oder? Bleibt das da? Kann ich mich bei Bedarf heilen? Na. Hier. Wie gesagt, es ist nicht schwer. Ich bin nur bescheuert. Das ist nichts Neues. Guck, guck, guck. So, das war jetzt noch leicht hier. Komm. Ja, sehe, wohin willst du mich so? Hättest mich auch ganz hoch schießen können. So, ich bin gespannt. Andere Musik, aha. Was ist da hinten los? Kein Secret? Ehrlich? Aha. Siehste. Aha, mit diesem Volltrüttel. Soll ich jetzt hantieren? Okay, jetzt werden die ganzen Verwandlungen noch mal so ein bisschen abverlangt. Alles klar.
Jetzt will das Spiel wissen, ob wir im Spielverlauf auch wirklich ein bisschen was gelernt haben. Zeigen wir mal dem Spiel, dass man das. Keine großen Goschen haben, bitte. Beweisen wir dem Spiel mal, dass wir es jetzt ein bisschen drauf haben. Dass wir die perfekte Steuerung von diesem Spiel auch wirklich perfekt beherrschen. Naja, ich bin ehrlich, ich beherrsche sie nicht perfekt. Ihr seht das ja auch. Aber ich gebe mir Mühe. Da oben ist ein Secret. Genau. Oh, man wird auch immer brav belohnt hier, geheilt. Also es ist auch wirklich fair, fair gemacht, ich muss das sagen. Oh, jetzt abstoßen, das ist geil. Also Nintendo will nicht, dass man hier scheitert. Die wollen auch, dass man es schafft. Die wollen, dass man Skill zeigt. Aber die wollen... Was ist jetzt los? Kann ich natürlich nicht kapern. Ist das Wasser, das von oben kommt? Mario Galaxy, es ist so Mario Galaxy-like hier. Hoppla. Ist wurscht. Muss ich da hoch? Ich muss da hoch, gell? Klappt. Oh, Yoshi! Ah. Moment, ich muss kurz einen Schluck Wasser nehmen. So. Zusammenreißen. Oh, ja, kapern natürlich. Kann ich euch essen? Au! Das war doch nur eine Frage. So, ist da hinten was? Nee. Oh, das ist jetzt geil hier mit. Das ist geil. Was sagt ihr dazu? Oh, jetzt wird diese Mechanik auch nochmal ausgenutzt. Spider-Man, ey. Lol. Ist da oben was? Die Sphinx da vorne, aha. Huh! Ausatmen, einatmen. Was ist hier? Was ist hier los? Ah, Blumenweg. Kennen wir schon. Aha. Oh, jetzt kommt die geile Musik. Okay, jetzt machen wir wohl thematisch wirklich zu jedem Level nochmal so eine Passage durch. Ich berühre hier lieber nix. Sphinxi, hallo? Hast du eine Quizfrage für uns? Aber nicht für Yoshi, oder? Für das Skelett. Sei gegrüßt, Reisender. Kopf wieder. Vermagst du, ja? Nicht bereist habe. Pilzkönigreich, oder? Pilz. Du warst hier unter Wasser, Forstland, Pilzkönigreich. Ja. Ja, natürlich. Geil, 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 geil. Soll man Yoshi mitnehmen? Nehmen wir mal mit. Schaden kann es nicht. Wir können ihn nachher immer noch töten. Guck mal hier. Diese Luftding hier. Das macht mir Angst. Was ist hier zu tun? Aha. Guck da unten. Okay, jetzt ist Yoshis Zeit abgelaufen. Oh Gott, jetzt kommt eine richtige. Oh, ich wollte gerade sagen. Ja. Ich bin unschuldig, Yoshi. Ich glaube, ich habe es verkackt, oder? Oder halt bin zu spät. Das erinnert mich auch irgendwie an Mario 64. Ja, bitte! Das ist gemein, ey. Okay, also bitte, seid still, ich muss mich konzentrieren.
Aha. Heb dich doch fest, Mann! Junge! Es gibt keinen Fallschaden, kein Problem. Ja, komm. Komm, erscheine neu. Musst du dich echt konzentrieren. Guck mal hier, diese Würfel hier, diese Dinge haben das Emblem von Bowser. Kommt jetzt also doch nochmal vor. Ich würde mir wünschen, dass der nochmal vorkommt. Was treibt denn der jetzt, wo die Hochzeit geplatzt ist? Oh. Bist du nochmal so ein Secret Boss halt gegen ihn? Oder so? Voll den Liebeskummer. Ich meine, Mario muss auch Liebeskummer haben. Scheiße! Oh, guck mal, Mario mit Glatze. Das sieht so cool aus. Knochen Mario mit Glatze. Mein Gott. Das ist echt fordernd hier. Schaffen wir schon, gell? Oh, scheiße, Mann. Ich hab Angst. Ich beherrsche die Steuerung mit dem Mongo nicht gescheit. Kann ich mir da oben ein Herz ergaunern? Natürlich. Ich habe jetzt Angst, dass ich es ein bisschen verkacke hier. Ich will hier nicht runterfallen, denn es ist aus. Ich werde nicht runterfallen. Lass mich hier abhauen, lieber. Komm, ich scheiß da auf das Herz. Ah, shit, was... Lass mich in Ruhe, Biene. Fliege. Alter. Gut, ich habe es mir ehrlich gesagt viel schwieriger vorgestellt. Ich sag, da vorne ist Bowser. Bowser-Bild. Also doch nochmal ein Bowser-Kampf, oder wie? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Leute. Ich bin ein bisschen angespannt hier. Ist wurscht, ist wurscht. Bowser guckt, guckt. Oh, es wurde immer noch nicht gespeichert, Leute. Ich habe Muffensausen. Oh, fuck, Mann. Ich muss... Was ist hier? Oh, shit. Nein, ich habe doch den Laser nicht berührt. Nein, bitte, ich will nicht sterben. Nicht so. Nein, bitte, lass mich hier bei der Röhre wieder rauskommen. Bitte. Ach, du fucking shit, Mann. Ja, Leute. Würde ich sagen, dann beenden wir den Part für jetzt. Es ärgert mich, dass ich verreckt bin, Mann. Echt, wie so eine Memme. Ich meine, ich bin eine Memme, sind wir doch ganz ehrlich, aber dass ich jetzt nicht durchgezogen habe, dass ich es nicht geschafft habe, das ärgert mich. Aber haben wir gescheitert, beim ersten Mal schaffen wir das. Es ist echt eine coole Challenge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Viel Spaß auf eurer Odyssey und bye bye.